Zwei Familienhaus, da wohnt er drin, zusammen mit unserem Jäger. Ah. Also doch. Weißt du was, dann wirst du auch erstmal Bauarbeiter. Und fängst du um an zu arbeiten. Ja gut, wir haben zum Glück unseren Bäcker, der immer voll ist. Da sieht es auch so aus, als ob die Straße jetzt fertig ist. Das Wohnzelt ist fertig, sehr schön. Biani kann trainiert werden, das ist auch okay. Ja, der Holzfäller kann auf jeden Fall dann jetzt erstmal Werkzeugschreinern. Dann kann er sich gleich aus dem Nachbarzelt das Holz holen. Dafür. Ja, dann schnapp ich mir mal Stroller. Ja? Schick den wieder in die Schule, dass er Träger lernt. Und schnapp ja auch gleich mal Olaf. Und schick den in die Schule, dass er zum Träger wird. Während ich dich erstmal schön in der Werkzeugschreinerei arbeiten lasse, bis da so ungefähr 10 Werkzeuge drin sind. Geh dahin, ja. Ja, also Björni sucht Ausrüstungsgegenstände und sucht Holzwerkzeug. Benötigt Holzwerkzeug, ja. So, unser Bäcker kriegt dann auch schon mal eins. Ja. So. Stroller, du wirst zum Träger. Olaf wird dann auch zum Träger. Und ich glaube, wir sind dann soweit hier mit dem Bauen fertig. Könnte fast schon einen Träger noch zum Werkzeugschreiner dann schicken. Sobald wir das letzte Gebäude gebaut haben. Sehr gut. Stroller, du arbeitest jetzt im Lager. So, gucken wir nochmal, was die für mit uns tauschen wollen. Holz für Nahrung und Leder für Speere. Ja, du hast Werkzeugschreiner erlernt. Gut. Das heißt, wir können jetzt einen Speermacher noch hier hinsetzen und eine Straße hinbauen. So. Du wirst jetzt auch Träger, Olaf. Ja, theoretisch könnten wir auch irgendwann den Zugriff auf einen Metall-Werkzeugmacher, also einen Werkzeugschmied. Ja, hier Werkzeugschmiede.
Hier kann ein Werkzeug Schlosser Eisenwerkzeuge herstellen, welche die Produktivität des damit arbeitenden Wikingers erhöhen. Und zwar noch besser als die Holzwerkzeuge. Vor allem halten sie auch länger, die Eisenwerkzeuge. Er braucht halt Eisen und Holz dafür. In der Schwertschmiede wird auch Holz und Eisen benötigt. In der Werkzeugschmiede halt, der Werkzeugschreinerei halt nur Holz. Und beim Tischler, wo ist der Tischler? Werkzeugschmiede, Webstube. In der Webstube werden Waffenröcke für Bogenschützen hergestellt. Dafür bräuchten wir halt auch Schafe. Oh, Olaf hat gelernt. Dann arbeitest du mal hier. Hafgrim kann trainiert werden, mal wieder. So. Jetzt zurück zu dem, wo ich gerade war. Schuster, Schusterei. Möbelwerkstatt, da arbeitet der Tischler. In der Möbelwerkstatt steht ein Tischler Möbel für die Wohnzeit und Wohnhäuser der Wikinger her. Genau. Unser Jäger kann auch trainiert werden. Ja. Im Fischerzelt ist immer noch die Nahrung drin. So, und du hast schon so viele Holzwerkzeuge hergestellt, dass wir dich jetzt zum Speermacher machen können. Zumal da uns langsam das Holz ausgeht. Ich schnapp mir auch übrigens mal einen von den Bauarbeitern, weil das kriegt Sven alleine hin. Denke ich mal. Es gibt ja genug Weizen und es gibt genug Steine bei uns. Stein wird ja auch fleißig noch produziert, wobei ich jetzt langsam wieder auf den Töpfer wechseln kann. Ja, das bisschen Micromanagement in Cultures 1. Wie gesagt, falls wir irgendwann mal den zweiten Teil spielen sollten, da wird alles ganz anders ablaufen. Da sollten wir gucken, dass wir wirklich jedes Gebäude Dauer besitzen, also gerade die Sammler. Wobei die Sammler eh dann ein bisschen anders sind. Aber erstmal will ich gucken, wie Cultures 1 so ankommt. Zumal ich Cultures 1 irgendwie mehr mochte als den zweiten Teil. Liegt vielleicht am Knuffigkeitsfaktor unter anderem. Zum einen, aber zum anderen halt auch, weil Cultures 1 überschaubarer und nicht so überladen ist wie 2. Meine, ja, wie ich euch gesagt habe, diese Siedlung ist fast schon vollständig, um autark zu laufen. Also sie läuft sowieso schon autark. Du kannst keinen Träger aufnehmen? Doch, aber du musst erst fertig sein. Dann kannst du ihm nämlich helfen beim... Schreinern. Ja, ich weiß, dass das Fischerzelt schon lange leer steht, aber es gibt keine Fische mehr. Tiere gibt es noch mehr als genug. Da liegt sogar ein Bärenskelett rum.
So, jetzt kann der Träger dem Werkzeugschreiner, also dem Speermacher, helfen. Und ich lasse ihn nicht unendlich produzieren, sondern ich lasse ihn neu produzieren. Wenn er damit fertig ist, lasse ich ihn nochmal neu produzieren. Und wenn er damit fertig ist, lasse ich ihn nochmal zwei produzieren, dass wir die Anzahl an Speeren haben, die wir handeln sollen. Wobei, ich muss immer drei Speere handeln, also muss ich 21 Speere machen. Nicht nur 20. So, der Träger hilft ihm. Träger hat Hunger. Ja, und er produziert fleißig Speere. Der sucht Holz. Ach, der nimmt sich einfach da Holz, okay. So, und damit dürfte auch unser Bauarbeiter seine Arbeit erledigt haben. Ja. Wie viel Holz braucht man denn für einen Speer? Steht leider nie dabei. So, Träger. Aber es scheint nur ein Holz zu sein. So, du arbeitest ja auch hier. Du wirst jetzt Händler. Sobald du fertig bist. Und dann handeln wir erst einmal die Nahrung mit den Inuit. Und dann die Speere mit den Inuit. Hier sind sehr viele Zivilisten und Fischer und aber auch ein paar Speerträger 1. Gabelbart hat den Speermacher erfunden. Sehr gut. So, du bist Händler. Das heißt, du gehst zwischen den beiden hin und her und handelst erst einmal Nahrung. So, das heißt, du schnappst dir 7 Nahrung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nahrung. Hey. Kann er nicht zählen oder was? Oder kann ich nicht zählen? Nein, es sind 7. Okay, unser Müller kann trainiert werden. Dann wird er auch mal trainiert. Und ja, die Siedlung funktioniert ganz gut. Wenn die Siedlung so klein ist, dann kann ich auch auf ein Lager verzichten. Wenn ich dann später irgendwann mal Außenposten bauen müsste, gerade für Schmiedearbeiten. Also, ja, eine Eisenschmelze und eine, also eine Eisenhütte und eine Eisenschmelze nebeneinander. Und dann ein Lager hin, dass die Eisenbarren dann in die ins Hauptdorf geliefert werden. Und halt Nahrung in das Dorf. So, du hast Hunger. Ah ja, er bringt die eine Nahrung zurück und bringt auch Holz. Gut, dann brauchen wir auch so schnell den Holzfäller nicht.
Werden die Speere schon eingelagert? Nö, eigentlich nicht. Na, gucken wir mal, was dabei rumkommt. Was sagt unser Ziel bisher? 6 Nahrung haben wir bis jetzt getauscht. Fehlt also noch ein bisschen Wassernahrung. Ja gut, solange wir Holz tauschen, ist es kein Problem. Und Holz brauchen wir ja eh jetzt nur noch für die beiden Gebäude. Also wenn es sein muss, schicken wir ihn dann später, wenn er mit den Speeren fertig ist, wieder in den zum Holzfäller. Ja, das sollte er jetzt gut hinkriegen. Oh. Du hast die Warenmenge hergestellt, das ist gut. Dann produzierst du gleich nochmal 9. Ja, unser Töpfer hat auch schon voll. Ja, das tut uns halt wirklich keinen Abbruch, dass jetzt der Lehmarbeit, das Lehmarbeiterzelt und das Steinmetzzelt leer stehen, weil wir brauchen es gerade nicht mehr. Den Werkzeugschreiner bräuchten wir eher. Im Augenblick aber auch nicht ganz so. Und ja, dadurch, dass wir Holz tauschen, brauchen wir auch den Holzfäller gerade nicht so schnell. Stollar kann trainiert werden. Ja, und das Steinmetzzelt steht schon lange leer. Was ich halt gerne hätte, wäre irgendwie ein Ignorieren-Button. Oder einfach die Produktion auf 0 stellen. Vielleicht hilft das hier. Mal gucken. Ja, unserem Händler geht's gut. Und wir sollten noch 2 Gänge, dann hatte er die nötige Nahrung getauscht. Und bis dahin sollten ja auch hoffentlich auch irgendwann die Speere fertig sein. Und eigentlich so wie es aussieht, hat unser Jäger selber auch noch genug zu tun. Die Fischerhütte ist eine Sache, der Jäger eine andere. Auch wenn wir sehr viel Leder durch ihn kriegen. Was jetzt in der Mission nicht so wichtig ist, da ich keinen Schuster habe. Aber in anderen Missionen halt. Wobei ich den Schuster auch nicht unbedingt auf Autoproduktion stellen würde, sondern ihn immer... Ja gut, ich würde ihn am Anfang erstmal auf Autoproduktion lassen, bis ich merke, dass er so 10 Paar Schuhe gemacht hat. Dann würde ich ihn auf 9 stellen. Damit er nicht das ganze Leder verbraucht. Weil ja, wir brauchen Leder zum Bau von
Zelten. Wir bräuchten aber auch halt Leder, um Speerträger auszubilden. Wobei wir da ja jetzt gerade zum Glück kein Problem haben. So, noch eine Lieferung, dann haben wir genug getauscht.